Es gibt eine zweite Schleife oder einen zweiten Schleifentyp. Das ist die sogenannte Do-While-Schleife. Die sieht so aus. Das ist eine fußgesteuerte Schleife, weil die Bedingung am Fuß der Schleife steht. Was bedeutet denn das, wenn die Bedingung erst am Ende kommt? Genau, der Schleifenkörper wird mindestens einmal durchlaufen. Ja, also wir führen die Schleife auf jeden Fall einmal durch und erst dann überprüfen wir unsere Bedingung. So, wir wollen jetzt mal ein Programm schreiben, was den ganzzahligen Zweierlogarithmus von n berechnet. Wie machen wir das? Wie berechnen wir einen Logarithmus einer Zahl? Genau, wir teilen immer durch 2 und diesmal wollen wir aber nicht dieses Ergebnis bei der Division durch 2, sondern wir wollen mitzählen, wie oft wir das machen können. Das ist ja genau, vorhin hatten wir ja diesen Exponenten als Schleifenzähler verwendet. Ja, also bis wir am Exponenten angelangt waren, haben wir weitergemacht und diesmal wollen wir sozusagen den Exponenten ja berechnen. Das heißt, wir müssen zählen, wie oft diese Schleife läuft. Und das heißt, wir brauchen eine ganz andere Abbruchbedingung. Das sehen wir aber gleich. So, und am Ende wollen wir irgend so was ausgeben wie Logarithmus zur Basis 2 von n ist gleich, ja, wie werden wir die Variable wahrscheinlich nennen? Logarithmus, genau. Ne? Also es ist ja der Logarithmus. Sie haben recht, es ist natürlich auch der Exponent, aber der Exponent der Umkehroperation. Ja? Genau, das heißt, wir brauchen offenbar eine Variable, die log heißt. Wir wollen zählen. Das heißt, die initialisieren wir jetzt mit 0. So, und was wir jetzt aber noch brauchen, ist eine Variable, mit der wir wieder dasselbe machen können, wie das, was wir vorhin getan haben. Wir wollen ja unten, Sie sehen ja die Ausgabe, wir brauchen einmal das n und einmal das log. Das heißt, unser n darf sich nicht verändern. Wir können unser n nicht modifizieren. Ja, also wenn ich jetzt 32 eingebe und durch 2 teile, kommt 16 raus und so weiter. Und das wollen wir möglichst vermeiden, weil wir ja nachher die Ausgabe machen wollen. Das heißt, ich schaffe mir jetzt noch so eine Hilfsvariable, die nenne ich mal tmp und die initialisieren wir mit n. So, und dann sagen wir, tmp ist gleich tmp durch 2. Und jedes Mal, wenn wir das gemacht haben, erhöhen wir unseren Logarithmus um 1. Wann hören wir denn auf? Wenn 0 erreicht ist, ja? Also wenn unser Temp den Wert 0 angenommen hat, wollen wir aufhören. Jetzt ist while heißt aber so lange, deswegen habe ich das so lange dort auch dick geschrieben oder fett geschrieben oder groß geschrieben. Wie ist denn dann jetzt die Bedingung, die dazu gehört? Solange Temp ungleich 0 ist, ja? Also achten Sie darauf, dass Sie, wenn Sie sich eine Schleife vorstellen, bevor Sie sie programmieren, wirklich sagen, so lange und nicht bis. Sonst würde es nämlich auch until heißen. Es gibt auch eine Repeat-Until-Schleife in anderen Sprachen. Und dort ist es halt so, macht das, bis irgendein Ereignis eingetreten ist. Aber die Schleifen in Java sind While-Schleifen, so lange. Ja? Also ob da jetzt ungleich 0 oder ungleich 1 stehen muss, das können wir jetzt rausfinden. Wir probieren es einfach mal aus. So. Bei 32 müsste was rauskommen? 5. Es kommt aber raus 6. Sie haben also recht. Ja? Das ist falsch. Jetzt könnten wir wieder mit dem Debugger durchgehen und rausfinden, warum offensichtlich diese Schleife einmal zu häufig durchlaufen wird. Man kann sich es aber auch überlegen. Das ist eine Überlegung, die man anstellen muss. Wie viele Schleifendurchläufe werden hier überhaupt gemacht und wie ist dann entsprechend die Initialisierung? Und manchmal muss man sich das auch wirklich auf ein Stück Papier mal aufschreiben, um darauf zu kommen, wie da jetzt genau der Zusammenhang ist. Und wir könnten jetzt verschiedene Veränderungen vornehmen. Wir könnten jetzt sagen, wir beginnen mit dem Logarithmus 0. Was wollen wir denn als Ergebnis haben, wenn wir eine 1 eingeben? Da soll 0 rauskommen. Also ist es sinnvoll, unseren Logarithmus mit 0 zu initialisieren. Das heißt, wir müssen irgendwie unsere Schleifenbedingungen verändern. Ja? Wir könnten das TMP vorher verdoppeln, also wir könnten dort ansetzen n mal 2 oder n durch 2 wahrscheinlich. Wir wollen ja einen Durchlauf weniger, aber das ist nicht so eine, das kann man machen, das würde funktionieren. Das würde aber nicht mehr so unserer Spezifikation entsprechen. Ja? Wir würden ja eine
einen Anforderungskatalog bekommen. Da würde irgendwie drinstehen, berechne den Logarithmus von, den Zweierlogarithmus von irgendeiner eingegebenen Zahl. Und wenn wir die dann erstmal durch 2 dividieren, dann ist nicht so ganz klar, warum wir das eigentlich tun. Ja, also wir müssen den Quellcode erst analysieren, um rauszufinden, warum wird er jetzt durch 2 dividiert, ohne dass wir in der Schleife sind. Ja, das würde man jetzt mit einer gewissen Erfahrung nicht erwarten, dass das passiert. Man müsste das dann rausfinden. Schlau ist es, wir passen unsere Schleifenbedingungen an. Ja, dass wir sagen, solange unser TMP größer 1 ist, solange machen wir das. Und dann kommt da auch 5 raus. Ja? Also für eine 1 wollen wir eine 0 haben und dann müssen wir natürlich auch aufhören, wenn wir die 1 erreicht haben. Und das kann man aber eben rausfinden, wenn man den Debugger benutzt, so wie ich Ihnen das vorhin gezeigt habe. So, jetzt haben wir gesehen eine kopfgesteuerte Schleife. Kopfgesteuerte Schleife prüft die Bedingung zuerst und führt dann den Schleifenkörper aus. Fußgesteuerte Schleife führt erstmal aus und überprüft erst dann die Bedingung. Den Unterschied kann man hier sehr schön sehen. Ja? Also der Roadrunner überlegt zuerst und rennt dann und der Coyote rennt zuerst und überlegt dann. Oder vielleicht überlegt er auch nie, aber das ist der Unterschied. Das bedeutet jetzt nicht, dass fußgesteuerte Schleifen irgendwie doof sind oder so. Ja? Die haben ihre Existenzberechtigung, die braucht man und das werden wir auch immer mal wieder sehen. Ja, aber das ist einfach der Unterschied. Ja? Der Roadrunner der bleibt noch rechtzeitig stehen. Dann, jetzt wollen wir ein Programm schreiben, was in der Schleife so lange Werte entgegennimmt, bis wir eine gültige Monatsnummer haben. Da kommen wir jetzt nochmal auf das Thema Schleifenbedingungen. Und wie oft müssen wir die Monatsnummer mindestens einlesen? Mindestens einmal. Also nehmen wir was für eine Schleife? Eine Do-While-Schleife, genau. Wir müssen bei der Do-While-Schleife hinter die Bedingung des While immer ein Semikolon schreiben. Das hängt damit zusammen, dass das hier eine Anweisung ist und nicht mit einer geschweiften Klammer endet, sondern dass da noch das While dahinter kommt. Deswegen muss da dieses Semikolon stehen. So, wahrscheinlich wollen wir unsere Variable Monat nennen und dann wollen wir ja hier drin einlesen. Und gelten soll, dass nachdem die Schleife durchgelaufen ist, die Monatsnummer gültig ist. Wie muss jetzt die Bedingung formuliert werden? Was ist denn die fachliche Bedeutung der Bedingung? Sagen Sie mal. Also die Bedingung bezeichnet jetzt eine gültige Monatsnummer. Wir wollen aber in unserer Bedingung eine ungültige Monatsnummer. Gibt es jetzt 2 Möglichkeiten und deswegen lernen Sie dieses ganze Zeug mit DNF und KNF und Boolesche Algebra und diesen Kram in Mathe. Wir können jetzt sowas machen. Ja, wir können es einfach, also das ist ja dual, ne? Also not und ist ja oder. Oder wir können die Bedingungen umformulieren. Ja, also ist das jetzt eingängig, warum das jetzt funktioniert? Ja, nicht die Monatsnummer größer 0 und kleiner 13. Ich würde hier übrigens schreiben, größer gleich 1 und kleiner gleich 12. Das hat jetzt wieder was damit zu tun, wie die Spezifikation wahrscheinlich formuliert ist. Da wird wahrscheinlich drinstehen, gültige Monatsnummern sind 1, 2 und so weiter bis 12. Und die 0 und die 13 tauchen in unserer Spezifikation einfach nicht auf. Ja, da müssen wir wieder so einen kleinen mentalen Sprung machen und zu überlegen, warum steht jetzt eine 0 und eine 13, die Monatsnummer, das ist doch 1 bis 12. Kommt man natürlich drauf, ja, aber das sind so Kleinigkeiten, wenn man sich das einmal angewöhnt, dann wird es auch bei komplexeren Zusammenhängen, geht das in Fleisch und Blut über, ja? Eine Spezifikation ist, was Sie in Ihrem Berufsleben von Leuten kriegen, die ein Stück Software von Ihnen wollen. Da gibt es keine Note, da gibt es Geld oder kein Geld. Es ist viel, viel schlimmer, ja? Na, Sie spielen jetzt auf die Prüfung an? Ja. Na, in der Prüfung ist es so, entweder Ihr Programm funktioniert oder es funktioniert nicht. Also die Möglichkeit hätten wir, oder wir lösen das jetzt eben auf, Boolesche Algebra, und dann müsste ich es wie formulieren, wenn ich jetzt nicht not davor schreiben würde, weil das natürlich auch erstmal so einen Ruck gibt, so einen mentalen. Ja, da muss man auch erstmal überlegen, oh, da steht jetzt not davor und dann so eine komische Bedingung, was bedeutet das jetzt? Da können wir es auch gleich auflösen. Wie muss ich also jetzt formulieren?
Man dreht einfach das größer und kleiner Zeichen um, also kleiner gleich 1 und größer gleich 12. Reicht das? Nee, reicht nicht. Warum? Also da würde man jetzt kleiner 1 und größer 12 schreiben. Reicht das? Genau, wir müssen jetzt das oder noch hier hinschreiben. Wir müssen ja entweder kleiner als 1 oder größer 12. Dann ist sie ungültig. Und wir wollen in der Schleife bleiben, solange die ungültig ist. Und da sind wir nochmal an dem Punkt, was ich vorhin schon angesprochen hatte. Mit diesen Bedingungen ist das manchmal ein bisschen tricky. Und es macht total Sinn, oder es hat total Sinn, sich das vorher auf ein Stück Papier zu schreiben. Aber es ist trotzdem sinnvoll. So. Warum ist das jetzt falsch? Ach so, weil es natürlich die Variable gar nicht gibt. Ich habe die Monat genannt und nicht Monatsnummer. So, und jetzt müssten wir das ausführen können. 0 und dann geht das weiter, ja? 155 minus 4, 12. Und dann, oh, warum hat das jetzt, warum ist das nochmal ausgeführt worden? Was ist das Problem? Genau, wir haben hier ein N und nicht den Monat.